Heute ist der internationale Tag der Feuerwehr. Wie wichtig es ist, dass die Feuerwehr bei Bränden oder Unfällen schnell vor Ort ist, ist ja allseits bekannt. Eine Voraussetzung dafür sind Fahrzeuge, die die Kameraden schnell und sicher an den Einsatzort bringen. Groß war die Freude am vergangenen Samstag, als auf dem Gelände der Freiwilligen Feuerwehr in Klaurau gleich 3 MTW ihrer Bestimmung übergeben werden konnten. Die Anzahl der Anwesenden am letzten Samstag, dem 1. Mai, war recht überschaubar. Man erinnerte sich hier in Zeiten außerhalb der Pandemie am Tag der Arbeit immer mehrere hundert Menschen zusammen feiernd angetroffen zu haben. Trotzdem gab es auch in diesem von der Pandemie geprägten Jahr einen Grund zum Feiern. Dank des Engagements verschiedener Personen konnten am vergangenen Samstag 3 Mannschaftstransportwagen ihrer Bestimmung übergeben werden. Die Begrüßung der Anwesenden oblag am vergangenen Samstag Glauchaus Oberbürgermeister Dr. Peter Dressler, dem es eine Herzensangelegenheit war, bei dieser Übergabe mit dabei zu sein. Ja, immer wieder. Die Feuerwehrtechnik ist das, was wir tun können für die Kameradinnen und Kameraden. Wir haben lange um diese, ich sag mal, Mannschaftstransportwagen auch gerungen. Die Situation für unsere Feuerwehren verbessert sich nicht. Wir haben zum Teil die Tendenz weniger Mannschaft oder aber auch weniger Mannschaft vor Ort beim unmittelbaren Einsatzgeschehen. Deswegen ist der Transport von Mannschaft zum Einsatzort sehr, sehr wichtig. Wir haben in den letzten 1,5 Jahren natürlich nicht die Möglichkeit gehabt, richtig schöne, gute, auch emotionale Kontakte zu unseren Kameradinnen und Kameraden zu pflegen. Wir hatten heute eine große Veranstaltung am 1. Mai, Tag der offenen Tür. Das fehlt uns allen. Insofern sind wir sehr dankbar, wenn wir bei dieser Gelegenheit mal wieder ein Stückchen zusammenrücken können. Und ganz besonders freue ich mich, dass deutlich wird, Landkreis, Freistaat, Kommune, die Zusammenarbeit funktioniert, die ist sehr wichtig. Deswegen von hier aus nochmal einen ganz herzlichen Dank an unsere Landtagsabgeordnete, die Ines Springer, die heute mit dazugehört hätte, nicht dabei sein kann. Das funktioniert, das ist auch eine Botschaft nach draußen. Wenn die Zusammenarbeit so funktioniert, dann sind wir auch in der Lage, die größeren Probleme zu bewältigen, siehe zum Beispiel jetzt die Aufgabe Corona-Pandemie. Natürlich hat auch Carsten Michaelis den Termin am 1. Mai gerne wahrgenommen. Ja, erstmal verteilen wir ja die Mittel des Freistaates, und aber durch unsere guten Mitarbeiter, die jetzt, sage ich mal, dann auch gucken mit einer Prioritätenliste, dass es gerecht verteilt wird und dann auch zwischen Fördermittelantrag und Fördermittelbescheid nicht sehr viel Zeit, also hier waren es 4 Monate, vergeht. Und die Herausforderung ist eben, fachlich zu prüfen, wer hat diese Fahrzeugtechnik, hier in dem Fall diese 3 MTWs, am notwendigsten, wer kann noch ein bisschen warten und wie werden die Mittel eben auf Gerätehäuser oder größere Fahrzeugtechnik oder hier die MTBs verteilt. Wir sehen es ja schon an den Kennzeichen, also sie werden explizit zugeordnet. Genau, genau. Wir haben einmal Wermsdorf, Gesau und Niederlungenwitz, und insgesamt wird die Stadt Klaurau 4 Mannschaftstransportwagen bekommen. Ein Stück, haben wir gerade gehört, ist ungefähr 50.000 bis 55.000 Euro kostet das Stück, und bei einer Förderung von über 27.000 Euro ist es also über 50-prozentige Förderung, und ich denke, das kann sich schon sehen lassen, und das ermöglicht dann eben auch der Stadt Klaurau und den einzelnen Ortswehren auch diese wichtige Einsatztechnik ranzuschaffen. Man muss ja wissen, dass die MTWs dafür auch in erster Linie notwendig sind, um dann die nachrückenden Kameraden, die vielleicht nicht sofort auf dem Einsatzfahrzeug zum Einsatzort gelangen können, dann ganz schnell nachgeschickt werden, damit dann im Prinzip die Mannschaft vor Ort beim Brand verstärkt werden kann. Und ganz wichtig natürlich bei Übungen, die Kameraden transportiert werden. Und es ist ein ganz wichtiges Einsatzfahrzeug auch für die Jugendfeuerwehr, ja, um zu Turnieren zu fahren, zu Ausflügen zu fahren. Und das ist ja ganz wichtig, dass da Nachwuchs auch nachwächst. Auch der Fachbereichsleiter für Ordnung und Soziales war gerne am Samstag mit dabei, weil ihm die Sache sehr wichtig ist. Wichtig deshalb, weil es ist Feuerwehrtechnik für die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr hier in Klaurau und in unseren Ortsteilen. Das ist Feuerwehrtechnik, die wird benötigt vor Ort. Das sind Mannschaftstransportwagen, die dazu dienen, um die Kameraden zur Einsatzstelle zu bringen. Für die Jugendfeuerwehr, für den tagtäglichen Einsatz in den Wehren allgemein. Und in diesen
gerade tristen Zeiten ist es wirklich wichtig, dass auch so eine Gelegenheit mal genutzt wird, dass man dann auch mal über gemeinsam Erreichtes nachdenkt, sich das mal vor Augen führt, was man alles gemeinsam erreicht hat, was auch Kommune hier investiert und das den Kameraden in dem entsprechenden Rahmen übergibt, auch wenn er ein bisschen klein ist. Es sind ja drei MTWs, die wir hier im Hintergrund sehen. Was ist das Besondere an den Fahrzeugen? Sie haben schon gesagt, also Hightech schon in allen drin. Ne? Die Fahrzeuge befinden sich alle auf neuesten Stand. Sie sind so ausgestattet, wie sich das die Kameraden gewünscht haben. Es gibt an jedem Standort ein paar Spezifika. Die wurden hier alle mit berücksichtigt. Und die beiden Fahrzeuge links und rechts stammen aus einer Sammelbeschaffung, die wir gemacht haben mit den Städten Limburg-Oberfrohnau und Liechtenstein gemeinsam. Hier wurden in Summe 5 Fahrzeuge beschafft. Das war kein einfaches Unterfangen, weil man da ja die Bedürfnisse und Bedarfe weiterer Feuerwehren hiermit aufnehmen musste. Auch es ist uns gelungen und wir haben hier zu einem ansehnlichen Preis hervorragend ausgestattete Fahrzeuge beschaffen können. Wir haben es aber heute schon vom Oberbürgermeister von Clarau gehört. Es bedarf dieses Zusammenhaltens oder dieses Zusammengehens in solchen Sachen. Es war nicht ganz einfach. Das war nicht ganz einfach, aber es ist uns gelungen. Ich habe den Eindruck gehabt, ein Feuerwehrkamerad ist ein Feuerwehrkamerad. Ob er in Limburg-Oberfrohnau oder in Liechtenstein seinen Dienst tut oder in Clarau, das war auch eine tolle Erfahrung, mit den anderen Verwaltungen zusammenzuarbeiten und mit den Wehrleitungen der anderen Wehren. Das war eine tolle Geschichte. Und dann haben wir natürlich um eine kleine Schauvorführung gebeten. Alle Anwesenden hatten da auch so richtig Spaß dabei. Dann dürfen wir davon ausgehen, dass in Zukunft beim Eintreten des Ernstfalles dank der neuen Fahrzeuge die Kameraden schnell und sicher am Ort des Geschehens eintreffen werden.